Hey ihr seekranken Hamsterbäckchen, willkommen zurück zu Resident Evil Dead Aim. Mit Bruce geht's weiter hier auf dem Schiff von Umbrella. Es ist so ein bisschen komisch, das Spiel. Es ist auch sehr cheesy und sehr cringe, aber... Oh, ich find's ganz nett irgendwie. Hat was. Aha, was ist das hier? Die Lounge, so eine Art Safe Room? Ich dachte, die Musik ist sehr extravagant, oder? Ah, komm mal, hier können wir uns Munition für die Handfeuerwaffe. Alles gut. Ich hab eh schon volle Muni, aber... Passt schon. Passt schon. Und also eine Schreibmaschine. Zum Speichern übrigens. Ne, muss ich jetzt nicht. Ich find's nicht allzu schwer, ich habe so viel Heilung dabei. Ja, ich kann euch schon hören, ne? Scheint verschlossen zu sein, natürlich. Ein bisschen ungewöhnt, dass man mit dem Straven und so weiter arbeiten muss. Was ist denn hier? Da steht einer auf. Die Ausweiskarte. Einstecken. Oh nein. Alter Schwede. Bad ist noch einer, ne? Eine. Immer noch einer? Was ist das für eine Ausweiskarte? Persönliche Ausweiskarte eines der Mannschaftsmitglieder. Okay. Tot. Was denn? Zielen ist nicht so leicht. Irgendwie. Der Analogstick ist sehr, sehr altbacken. So, die Tür ist aufgeschlossen. Geschafft, die Tür ist entriegelt. Kann ich jetzt wieder zurück in den Gang und die anderen Türen aufmachen? Die Elektroschlösser. Hier unten jetzt. Wie komisch der die Treppen runterläuft, oder? Bruce. Was ist denn? Ich komme voll spackig aus irgendwo. Du hast die Ausweiskarte benutzt. Und ja, die letzten Türen hier unten. Sehr schön. Das ist aber auch so abgeriegelt, dieses Schiff, oder? Alles voll... Oh, komm, jetzt können wir wirklich komplett die Bereiche erkunden. Gehen wir jetzt erstmal hier in den hinteren Teil des Schiffs und dann gehen wir zum Bug. Überhaupt jetzt durchgeht. Ja. Oha. Auszumachen. Alter, wie das aber auch saftet hier. Na? Okay, das war nicht gut. Haut ab. Was rennen die auch so? Verpiss dich jetzt.
ekelhaften. Ja. Alter. Ich erwarte ja. Nicht treffe. Sag mal, das gibt's doch gar nicht. Das war gerade richtig schlecht. Boah. So, warte. Hier ist verschlossen. Alles verschlossen hier. Verschlossen. Ah, die ist auf. Oh! Ich glaube irgendwie die Pistole ist doch nicht so geil. Macht die weniger Schaden oder gab mir das nur so vor? Warte mal, ich nehme mal die Kräutermedizin. Oh! Ist aber schon ziemlich gut, ha? Ich bin so krass, die Soundkulisse, wenn ich in die Toilette gehe, dann ist die komplett anders. So, mal gucken. Gibt's gar nichts, ha? Großartig. Kann ich ja die Tür öffnen, wahrscheinlich von innen? Oh. Oder auch nicht. Säuletafel zum Öffnen des Gitters. Hier ist ein Regenschirmsymbol angebracht. Warum stimmt noch extra ein Schlüssel? Natürlich ist die auch verschlossen. Ja. Ich find's aber cool, dass er sich das immer so schön markiert. Aber was habe ich davon, wenn ich jetzt hier durch das Gitter gehe? Dann komme ich da auch wieder nur auf diese komische... diesen Lobbygang da. Was? Aha. Da hängst du also ganz entspannt rum, aber gleich fällst du auch wieder runter und greifst mich an, oder? Oh, was ist das denn? Halbautomatische Handfeuerwaffe. Ja. Ja, doch. Die hat sogar 18 Schuss. Okay, finde ich cool. Ja, platzt. So. Was für Pistolen man hier kriegt, direkt am Anfang schon. Aber ja gut, vielleicht ist das Spiel auch fast schon vorbei, wer weiß. Ey, Quatsch. Das war jetzt nur für die Pistole, ja? Ja, öde. Ja gut, und ich weiß, dass ich das Gitter da öffnen muss. Beta. So, dann gehen wir mal zum Bug. Kitchen, Freezing Room, Dining Room, Pool Deck. Aha. Oh, ich kann sogar die Küche. Vielleicht mal lieber ein bisschen, ich will nicht die ganze Zeit rumrennen. Aber ich meine, wie man gesehen hat, spielt es glaube ich auch oft keine Rolle, dann kommen die Zombies auch. Wenn sie mich hören, ist das rote Licht irgendwie relevant? Okay. Aha. Nö. Alter. Eine Schrotflinte. Euer Ernst, wenn ich die jetzt hole, stehen die alle auf, oder? Oh cool, ich werde nicht mehr Muni tragen. Ja.
Verpiss dich doch. Ja, Scheiße. Wie viel Money habe ich denn noch? 3 von 6. Oha. Ja, ich will aber noch mal rein die Schrotmunition holen, ne? Ach, cool. Was ist sie denn jetzt da? Das ist ja voll die Zwillingsschwester gewesen eben. So, alle tot, sehr gut. Mal die Schrot hier nehmen. Oh, ja. Ah, cool. Ist noch was? Nee. Was man hier schon für Waffen kriegt, oder? Ich habe schon ein richtiges Arsenal in ein paar Sekunden. Oh, alle verschwunden. Sehr schön. Wo gehe ich jetzt gerade eigentlich hin? Da, Kitchen, Freezing Room, da waren wir überall, Dining Room. Ein paar Lackaffen. Ärgern wollen. Okay, der ist nicht verschlossen. Also die Tür. Aber du bist doch gerade gespawnt, ich hab's doch gesehen. Eieiei, der war gerade direkt hinter mir. Beide. Aber ich habe immer so das Gefühl, dass die Pistolen schlechter werden. Also, die automatische, die schießt halt viel zu schnell einfach. Und, ja, ja. Also, die schießt schnell, aber macht irgendwie überhaupt keinen Schaden dafür. Ich gebe mir die Standardpistole wieder. Hat so einen Kopftreffer. Oh. Alter, du stehst schon wieder auf. Das ist doch so, ein Treffer macht da den Kopf mal matsch. Das ist schon... Wo man meinen sollte, diese... Die schnelleren Einschläge im Kopf sind besser. Nee, sitze nicht. Was stand da? Verschlossen. Na klar, ist verschlossen. Aber der Dining Room ist zugänglich, oder? Nee. Will ich auch nicht. Da. Gehen wir mal an die Spitze. Mal sehen, ob hier was ist. Oh. So ein bisschen Aim-Hilfe hat es ja da anscheinend, das Spiel. Merke ich zumindest immer wieder mal. Ja, die ist doch tot. Alles gut. Das steht wohl nicht mehr auf. Oh, ein Halsspray. Ja, Arzneispray. Was ist ihr denn da? Wahrscheinlich hier das Liebespaar und jetzt habe ich sie entzweit. Ja, auch nichts. Was ist das?
In der Schalltafel steckt ein Schlüssel. Aha. Der Wartungstürschlüssel. Ah, und hier brauche ich bestimmt eine Valve. Die Abdeckung ist weg und gibt den Blick auf die Druckluke frei. An der Luke ist ein Warnschild angebracht. Bericht der Leitung 16.09.2002. Wir beginnen heute damit, die Anlagen zu sanieren. Der Griff zum Öffnen und Schließen der Entleerungsluke des Schwimmbads auf 1F ist ziemlich verrostet und sollte ersetzt werden. Vorsichtshalber bewahren wir den jetzigen Griff aber im Lager auf 1F auf. Aha. Okay. Und ich habe jetzt, ja, jetzt habe ich hier den Schlüssel für hinten, diese Rolltür. Oh, hier ist abgesperrt, starkes Gitter ist im Weg. Ja, geschafft! Geschafft! Die Tür ist entriegelt. Du bist der Wahnsinn, du hast es geschafft. Ja, okay, dann mache ich jetzt erstmal da hinten das Gitter auf. Was auch immer es bringen soll, frage ich mich. Das Outblurren, wenn man durch so eine Tür geht, ist auch ein bisschen seltsam. Finde ich ja. So, ich muss auf jeden Fall eins rüber, ja. Komisch, dass hier in dem Zwischengang keine Zombies kommen. Ich glaube ja auch generell durchlaufen ist gar nicht mal so schlecht. Die Idee. So, Schleudertafel zum Öffnen, Wartungsschlüssel, peng. Unlock. Ja, so und jetzt? Hallstairs 1F. Achso, habe ich jetzt überall die Gitter hochgemacht, zufällig. Ah, anscheinend sind überall die Gitter jetzt hochgegangen. Interessant. Bar, Seven Seas, Stairs Room, Storehouse. Ah, das Storehouse auf dem 1F, da kriege ich jetzt die Kurbel. Alles klar. Hier keine Zombies. Hier ist ein Brief in einem Umschlag. Brief des Stewards. Er liest fremde Post. 14. September 2002. Lieber Bruder, wie geht's dir? Bei mir läuft zurzeit alles prächtig, denn ich befinde mich auf einem Luxusdampfer. Naja, eigentlich arbeite ich als Steward auf einem Kreuzfahrtschiff. Die meisten Passagiere sind bekannte Leute, die ich schon mal im Fernsehen gesehen habe. Mein Kollege hat mir erzählt, dass sie aus verschiedenen Ländern zu Geschäftsverhandlungen angereist sind und dass dieser Kreuzer einer bekannten Arzneimittelfirma gehört. Mir geht es jedenfalls gut. Grüß Mutter von mir und kümmere dich um sie. Gruß an alle, Joseph Carter. Aha. Das ist relevant. Dieser Name. Auf jeden Fall auf. Vielleicht hat er an einem anderen Spiel schon mitgemacht. Was steht da? Hä? Was hier? Egal. Oder das nochmal, wenn ich ranlaufe? So, jetzt könnte ich auch wieder ein bisschen Munition gebrauchen. Ja, es geht doch recht schnell, wenn man die ganze Zeit rumballert. Treppen hier. Schlossen. Neben dem Schlüsselloch ist ein Kreuz als Symbol zu sehen. Ah ja. Interesting, interesting. Oh, das Gitter ist zu. Scheint verschlossen zu sein. Auf diese Quergänge hier komme ich halt gar nicht, so wie es aussieht. Also diese Außen... Denk mal, das ist Außen. Einfach... Außenbereiche. Private. Man kann es halt echt schwer lesen, die Schriften auf den Türen, finde ich. So, Storehouse. Mir wieder fiese Gestalten, ja, ganz viele Zombies. Liegt ein Buch.
Hier ist ein Tagebuch. Ja, das lässt man einfach mal so liegen. Das Tagebuch des Stauers. Dienstag, 27. August 2002. Geschafft. Heute bin ich den 100. Tag an Bord. Aber das ist auch schon alles, was es zu berichten gibt, denn hier ist absolut nichts los. Dabei hatte ich so viel erwartet, weil das hier ein Luxuskreuzer ist, aber inzwischen musste ich erfahren, dass sich die Arbeit hier kaum von der auf einem anderen Frachter unterscheidet. Mittwoch, 4. September 2002. Jetzt gibt es endlich was zu berichten. Heute wurden große Sachen in den Vorführraum gebracht, der direkt unter dem Kesselraum liegt. Im Augenblick gehen da eine Menge Leute rein und raus. Ich frage mich, was da drinnen wohl vor sich geht. Besonders neugierig bin ich auch deshalb, weil die Mannschaftsmitglieder nicht in den Raum gelassen werden. Freitag, 6. September 2002. Durch einen Schlitz in einem der Tücher, mit denen die Frachtkisten abgedeckt sind, habe ich heute ein rotes Zeichen gesehen. Ich glaube, das ist ein Symbol für biologische oder chemische Waffen. Im Vorführraum herrscht immer noch ein stetes Kommen und Gehen. Ich glaube, der Raum hat eine versteckte Tür, aber ich weiß nicht, wo die hinführt. Samstag, 7. September 2002. Mein Boss hat mich heute angebrüllt, weil ich mich nicht genug um meinen Job kümmere. Idiot, aber vielleicht soll ich doch etwas mehr aufpassen, denn ich brauche den Job wirklich. Wow. So, vielleicht ist er ja wirklich ein Faulenzer. Das Ventilrad, der Griff. Oh, noch ein bisschen Schrot. Oh. Was? Ja. Ah, immerhin wird man gefragt, ob man die wegwerfen will stattdessen. Sag mal, die stapelt sich echt nur in 14. In den anderen Resident Evils war es immerhin noch mit 28. Scheint verschlossen zu sein. Natürlich ist ja alles verschlossen. Oh, was? Should have left by now. Somewhere in America, there's a kitten stuck in the tree, desperately needing your help. Oh well, thanks for the present. Funny girl. Now give me a hand. Fong Ling! Okay. Ach, jetzt sind wir sie. Ich dachte, das ist nur die Sequenz. Was hat sie denn da für eine Waffe? Was ist das denn? Dieses Trommelmaschinengewehr ist für spezielle Einsatzkräfte und gibt Feuerstöße von 100 Schuss ab. Eieieiei. Habe ich denn auch die Heilung von ihm dabei? Oh, cool. Alter. Die ist ja krass drauf, hä? Oh! Oh nein, oh nein, oh nein. Sag mal, da war eben noch gar nichts. Und jetzt auf einmal ist hier die Hölle los, ja? Oh mein Gott. Das schieße ich nicht groß, da renne ich einfach durch. Kann er mal vergessen. Musik. Denn. Oh, jetzt ist hier. Was? Da war vorher gar nichts. Warum tauchen die auf einmal alle auf? Jetzt hätten die nur drauf gewartet. Ihr Penner. Hey, da soll sich Bruce mal drum kümmern. Also, unser Zukunfts-Ich. Vor allem ist es voll kacke, sie lässt ihn jetzt einfach stehen. Den. Aber gut, dass sie so ein Trommelmaschinengewehr hat. Oh. Voll geil. Hast du den Griff an der Luke befestigt? Und da ist er schon wieder. Beauty and Brain. And you are just born. Mm-hmm.
destroy this for me. Oh nein, oder? Alter, die sind ja... Ugh. Our party guests seem to arrive. Hurry up, Wally! Ach du Scheiße. Scheiße, halten die Viecher was aus. Enjoy your stay. Not again. Was? Hat er sich gerade Strom gespritzt? Es ist so komisch, das Spiel. Es ist einfach nur komisch. Okay. Langsam wird mir doch die Muni so ein bisschen aus. Und es hat mich gerade... Ja, drei Kräuter braucht man von Gefahr auf voll wieder. Oh, guck mal hier. Ist jetzt immer noch so blöd verteilt? Nee, hat er zusammengelegt, die Munition. Na gut, Leute, ich mache ja schon mal Schluss. Ja, es sind jetzt 28 Minuten knapp. Werd mal speichern und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Ich danke euch fürs Zusehen. Danke fürs Liken und Kommentieren und bis dann mit Dead Aim. Ciao.